Der TSV Bachrhein hat das 6-Punkte-Spiel in der Gruppenliga Fulda bei der SG Haunetal mit 2:0 für sich entschieden. Ein besonderer Erfolg war es vor allem für Bachrheins Coach Sven Bednarek, der 1999 seine Trainerlaufbahn bei Gegner Haunetal begonnen hatte. Bachrhein war vor allem in der ersten Halbzeit das klar bessere Team. Der Gast stand in der Abwehr äußerst kompakt und fuhr nach vorne immer wieder sehr gefährliche Konter. Bereits nach 12 Minuten traf Dennis Habersack zum 1:0 für den TSV. Habersack durfte ungehindert durchs Haunetaler Mittelfeld spazieren und traf schließlich mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern. Viele Chancen gab es in der Folgezeit nicht. Bachrhein agierte jedoch extrem effektiv. Wieder war es Habersack, der nach 39 Minuten das vorentscheidende 2:0 für die Gäste erzielte. Habersack profitierte bei seinem zweiten Tor davon, dass Haunetals Abwehr den Ball erst nicht klären konnte und in der Folge Hannes Ohneiser überlegt den Torschützen auflegte. Der Bachrheiner Doppeltorschütze krönte damit schon vor der Pause sein tolles Comeback. Habersack feierte nämlich sein Startelfdebüt nach einer langwierigen Leistenverletzung. In der zweiten Halbzeit merkte man den Haunetalern nicht wirklich an, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen mussten. Die Spielgemeinschaft aus Werder und Neukirchen gelangte nicht ein einziges Mal in die gefährliche Zone. Bachrheins Torwart Daniel Werner erlebte einen entspannten Nachmittag. Doch Werner musste wie alle anderen Spieler auf dem Feld nach 62 Minuten rasch vom Platz. Hagel, Platzregen und böiger Wind sorgten dafür, dass das Spiel unterbrochen werden musste. Nach 10 Minuten Pause ging es dann weiter in Werder. Allerdings war an ein normales Fußballspiel nicht mehr zu denken. Auf dem seifigen Boden entstand mehr Aquaplaning als Torgefahr. Letztlich gewann Bachrhein hochverdient mit 2:0 und darf sich auf ein weiteres Jahr in der Gruppenliga einstellen. Für Haunetal ist der Weg zum Klassenerhalt nun dagegen extrem steinig.